Ja, hallo, servus und grüß euch. Herzlich willkommen zurück. Rise of the Tomb Raider nach langer, langer Zeit. In der letzten Folge habe ich es ja kurz erklärt und mich auch entschuldigt, aber die Sommermonate sind vorbei und zumindest das Wetter bei uns ist jetzt auch nicht mehr so das Beste. Wenn ich da jetzt noch rüber. Okay, die geht nicht mehr runter. Na, das fängt ja großartig an. Hier kommen wir wieder hoch. Wir wollen uns das nächste Herausforderungsgrab ansehen. Und jedenfalls, ich kam halt, die gute Lara wurde vernachlässigt, ich bin in den Sommermonaten ja doch lieber draußen in der Sonne gewesen, habe auch viel Bogensport trainiert. Aber jetzt, wo das Wetter zumindest bei uns, Nest, Federn kann man immer brauchen, zumindest bei uns jetzt Richtung Herbst und Winter geht, komme ich auch wieder mehr zum, also öfters zum Aufnehmen. Kann aber dennoch, und deswegen sage ich das Ganze jetzt, nicht garantieren, dass die gute Lara jetzt wieder hundertprozentig regelmäßig... Das ist das falsche Grab. Wie komme ich dort rüber? Was denn da entlang? Das muss da hinten irgendwo sein. Dass die gute Lara wie davor regelmäßig Freitag, Samstag, Sonntag kommt. Also nicht böse sein, Leute, wenn es dann mal wieder ein paar Tage nichts gibt. Ich bin dahinter, ich schaue, dass ich bemühe mich, dass ich es schaffe. Und jetzt suchen wir mal dieses Grab. Ja, Münzversteck, egal. Wir sind mittlerweile so gut unterwegs, ich möchte eigentlich gar nicht mehr so viel Münzen ausgeben für irgendwas. Okay, Hirsch. Wegen einem Fell. Oh. Ja, genau so geht es mir beim Bogenschießen auch. Ich bin einfach zu schwach. Oh, ist ein Bogen. Fast ins Wasser gefallen. Oh, naja. Moment. Wie komme ich denn da hoch? Kann ich schwimmen ohne zum Ersaufen? Das wäre jetzt echt nice. Ja, das geht. Da ist schon ziemlich derbe Strömung. Hey, da müssen wir hoch. Da waren wir überhaupt noch gar nicht. Finde ich spannend, was war das? Eine optische Täuschung. Na gut. Ja, ihr kennt mich, ich möchte 100% von dem Spiel oder so viel wie möglich von dem Spiel mitnehmen. Sicher einige Dinge übersehen, aber ich möchte halt nicht durchrushen. Ich liebe es, diese Tempel zu erkunden, die Geheimnisse zu entdecken, auch wenn ich das meiste übersehe. Pilze für die Giftpfeile, nice. Und ja, Hauptstory werden wir sicher wieder weiterverfolgen, aber jetzt mal den Tempel da. Ah, okay, das ging mit Springen und X, glaube ich. Jo! Unbekanntes Gebiet. Verborgene Schlucht. Fähigkeitspunkte. Haben wir keinen Waffen-Upgrade? Mal nachsehen. Pistole, da könnte man ein Upgrade, der könnte man ein Upgrade gönnen, aber ich weiß es nicht, ob wir das wollen. Was ist das? Kipplaufflinte. Die hat zwar immens großen Schaden, aber ich finde die Pumpgun fast cooler. Auch ein geiler Name für die Axt. Todesmelodie. Blutiges Beil mit einer düsteren Geschichte. Achso, die ist nur verfügbar, wenn wir den Nachtschatten, aber wir tragen sie doch, weil wir Nachtschatten haben. Naja, wie gesagt, es ist schon sehr lange her, dass ich es gespielt habe. Und unseren Bogen können wir eigentlich gar nicht mehr. Todesarten, warum nicht? Was fehlt uns noch? 20 Schrauben. Dann können wir länger halten. Das würde ich ja noch gerne investieren. Aber diese Goldbahn oder Silberbahn mit den drei Sternen, da haben wir gar keinen. Und ich wüsste auch gar nicht, wo wir die herbekommen. So. Sind wir da jetzt? Ah, jetzt sind wir in dem Bereich. Auch nicht schlecht.
Karte aktualisiert, Geheimnis entdeckt. Überlebensversteck, das muss direkt hinter uns sein. Hinter und unter uns, na gut. Dann folgen Sie den Straßen. Ah ja, stimmt, da war ja noch was. Manchmal. Wow. Vielleicht schaffe ich es ja endlich mal wieder, eine Folge aufzunehmen, ohne dass die gute Lara das Zeitliche segnet. Ja, fast wieder schief gegangen. Oh, naja. Was? Ein Stück Holz? Was sind denn das für Geheimverstecke? Und ich bin nach wie vor fasziniert, wie genial dieses Spiel aussieht. Das hat doch schon einige Jahre auf dem Buckel, das darf man halt nicht vergessen. Okay, wie kommen wir da jetzt rüber? Mutig drauf losjumpen? Ja, so was. Wow. Die Grube des Urteils. Ach ja, Mädel, du steckst wieder bis zum Hals in Schwierigkeiten. Aber coole Gegend mal wieder. So. Na, auf die Rätsel bin ich gespannt. Sieht aus wie eine Achterbahn. Ja, es sieht so aus, als müsstest du mal wieder schwimmen gehen. Mach mal. Und ich weiß es nicht, auch wenn wir bis jetzt noch keinen Gegner im Wasser hatten, ich bin halt immer froh, wenn wir rauskommen. Wow. Hinten blinkt was. Überlebensversteck, Überlebensversteck. Ich weiß es nicht, ich selektiere es mal. Mal sehen, ist das bei uns? Ja, das ist tatsächlich bei uns erinnern. Da hat was aufgeblinkt. Irgendetwas ist da hinten. Ja, und das sind halt wieder nur die normalen Magnesium oder was auch immer das ist. Wo bekommen wir die mit den Sternchen hier? Wir klettern mal da, wir laufen mal da hoch. Oder auch nicht, weil da ist natürlich wieder eine Menge Zeug im Weg. Kommst du da drüber? Nicht wirklich. Schade. Dann werden wir aber das selektieren. Wo ist das? Das müsste dann... ganz weit weg von uns sein. Na gut. Dann bleiben wir bei dir. Na okay. Wir müssen halt irgendwie, ich wette mit euch, da oben stehen so drei Sinnen und damit können wir dann da durchknallen. Dann gehen wir mal dorthin, wo wir hinkommen. Ah, hinten. Vorsichtig. Ja, ja, ich wollte mich nur umsehen. Ich schieß einfach mal drauf. Okay. Die Plattform müsste sich drehen lassen. Ich hab's befürchtet. Ich kannte die Risiken. Es war nur eine Frage der Zeit, bevor die Stadtwache mich erwischt. Am Tag muss ich Gold und anderes Erz aus dem Fels kratzen, bis mir die Finger bluten. Nur damit Kitesh noch reicher wird. Nachts tun wir Buße, bitten Gott und den Propheten um Vergebung. Sie wollen unsere Seelen retten, uns rehabilitieren.
Ich verneige mich, wenn Sie es erwarten, setze ein Reuegesicht auf, wenn Sie von Sünde reden. Aber wenn Sie mich hier rauslassen, werde ich mich nach Kräften amüsieren. Ja, wenn ich mich da so umsehe, weiß ich, oh Gold, weiß ich nicht, ob die jemals rausgelassen wurde. So, wir plündern einfach alles, was im Weg liegt. Ein alter Ring, der als eine Art Öse an ein Lederband geknüpft wurde. Sie hatten keine Verwendung für Schmuck. Hm. So, warum wollen wir die Plattform drehen? Das weiß ich noch nicht genau. Muss ich mal ausprobieren. Haben wir eigentlich immer noch mal was gelevelt? Na, sind wieder ohne Sterne. Dass das schneller geht. Die haben es alle nicht rausgeschafft, aber wow. Schauen wir mal. Okay. Aber nicht okay. Ich dachte, das ist ein Weg, wo wir drin besetzen. Ah, es geht runter. Gut, doch okay. Ja, dann fahren wir mal los, oder? Moment. Lass los. Das ist nur Katzengold. Das ist nichts wert. Ah. Das können wir mal verbinden. Ich wollte nur kurz abchecken, ob wir das jetzt vielleicht irgendwie mit dem Wagen verbinden können müssen sollen. So, und ich hoffe, du lässt da vorne dann los. Weil sonst wird es schmerzhaft. Okay, nicht elegant, aber effektiv. Ja, das ist richtig. Wie kommen wir denn dorthin? Wollen wir dorthin? Gar nicht. Okay, na dann. Dann halt. Okay, vielleicht doch. Haben wir es noch gar nicht umgesehen. Ich meine, wir müssen uns da jetzt umsehen, weil wir kommen da ja nicht mehr hoch. Der Weg ist ja kaputt. Zwangsgebete. Aha. Na, mal schauen, was für Geheimnisse sich sonst noch so brauchen. Eine Menge Geheimnisse. War gut, dass wir das entdeckt haben. Da unten, ja, geht's nur in den sicheren Tod. Okay, ich hoffe, mein Controller verlässt das nicht. Ja, sie kann's halt einfach. Kann da auch noch hoch irgendwie? Nein. So, also mit dir müssen wir auf alle Fälle mal da irgendwo weiterfahren. Was wir nicht können. Okay. Schade. Hat jetzt ja noch einen richtig coolen Plan gedungen. Wobei, naja, Moment. Wir können da hochklettern. Kiste. Noch eine Kiste. Ein paar Spielwürfel hatten viele Soldaten bei sich, obwohl diese etwas opulenter gestaltet sind. Ja, die sind mehr wert als mein Auto wahrscheinlich. So, ah doch, es vibriert. Moment, bei dem ist es auf den meisten Seiten eine 6. Und das ist unter Garantie nie aufgefallen, oder? Naja. So, bevor wir da jetzt irgendwas drehen und irgendwelche Dinge in Gang setzen, wenn Looten was gibt.
Ja, das ist ein Lift. Aber... ich komme mit dem Wagen da halt nicht weiter. Wir drehen einfach mal und schauen... ah, wie ist die denn? Oder wollen wir vorher drehen? Ich weiß es nicht. Ich bin schon wieder komplett verwirrt. Da wären Schienen. Okay. Das heißt, wir müssen das zuerst runterlassen, dann können wir damit hochfahren. Und muten da mal gleich fleißig. Da ist noch ein Dokument versteckt. Unter uns. Drüben. Okay, dort. So, soll ich mal drehen? Nein, da können wir gar nicht drehen. Ja, okay, alles klar. Dann müssen wir zuerst mal dafür sorgen, dass die Plattform mit den Schienen runterkommt. Okay, ja, okay, so funktioniert es. Ja. Dreht sich halt irgendwie leider gar nicht. Das war jetzt so nicht geplant. Ist da oben was übersehen? Gibt es da doch was zu drehen irgendwie? Da! Ich war auf der falschen Stelle. Okay, jetzt müssen wir mit dem die Plattform richtig drehen, dass wir die Schienen haben. Alles klar. Juhu! Die Achterbahnsaison ist eröffnet. Das heißt, wir müssen eigentlich theoretisch jetzt einfach nur noch... nee, nicht hochgehen, wir sind ja mit dem Drehding. Was ist das jetzt? So, einmal hoch bitte. Ach, das ist doch kacke. Jetzt dreht er den weg. Er dreht es einmal im Uhrzeigersinn. Das heißt, wir müssen das jetzt einmal in die Richtung drehen. Jetzt, wenn wir hochfahren, müsste es eigentlich richtig drehen. Ja, gut. Easy. Ja, lass doch los. Okay, und das Dokument ist auf der Seite. Auf geht's. Hoffen wir, dass nicht alles zusammenbricht. Ja, das wird sich noch zeigen. Abrissunternehmen Lavaco. Steht alles noch. Ja, aber trotzdem sollten wir uns nicht allzu lange da darunter aufhalten. Wir haben es geschafft. Oh, Screenshot Time. Okay, das ist voll. Das ist wahrscheinlich das gleiche. Ja, ist das gleiche. Hallo? Der Reichtum dieses Tales tritt immer mehr zutage, wie eine aufblühende Blume. Jedes Jahr wachsen neue Gebäude aus der Wildnis. Wir haben eine Generation ebenso guter Kunsthandwerker, Astronomen und Philosophen hervorgebracht wie der Westen. Aber jede große Stadt birgt auch Verbrechen und Verfall.
Viele fanden, wir sollten diese Sünder hinrichten. Aber der Prophet wollte nichts davon hören. Er glaubt, jeder könne geheilt werden. So lassen wir sie leben. Lehren sie durch Mühsal und die Schriften. Ich teile den Glauben des Propheten an ihre Erlösung nicht. Aber zumindest dienen sie der Stadt und den Geschädigten. Ja, und Reichtum liegt da tatsächlich nicht wenig in der Gegend drin. Haben wir noch was? Okay. Codex. Noch nicht mal wieder Gänsehaut. Ein Codex aus dem 10. Jahrhundert über byzantinischen Bergbau und Metallverarbeitung. Geologie. Mit Geologiekenntnissen können Sie erfolgreich Chromiterz abbauen. Drücken Sie X in der Nähe einer Unterschieden. Ah, Moment. Ist das jetzt vielleicht das mit den Sternchen? Weiß es nicht. Ist das jetzt ein anderes Ergebnis? Nicht wirklich. Ja, müssen wir aufpassen. Moment, da war's. Also Pilze. Pilze können nie schaden. Einfach wegen der Giftpfeilproduktion und die Giftpfeile haben uns ja schon des Öfteren das Leben gerettet. Also uns, nicht denen, denen sie gegolten haben. Mach mal Licht, gute Idee. Aber ich glaube, wir haben da jetzt alles. Wir könnten natürlich schauen, wenn wir schon in der Nähe. Nein, kann man nicht, weil da komme ich nicht rüber. Wir sind in dem Bereich. Da ist ein Basislager mit einem Dokument ganz daneben, aber ich würde fast sagen, in der nächsten Folge kümmern wir uns dann wieder um die Story-Mission. Dazu sollten wir die Kammlinie auswählen. Aber wir sind erst fertig, wenn wir draußen sind. Wie kommen wir raus? Das ist halt schon irgendwie eine Frage. Die jetzt nicht vernachlässigbar ist, eigentlich. Gibt es da hinten einen Ausgang? Können wir da hochklettern? Verdammt, wie komme ich denn da raus? Lara, wir haben ein Problem. Oder du hast ein Problem. Je nachdem, wie man es nimmt. Keine Ahnung, wie wir da jetzt rauskommen. Weil da hinten ging es ja auf gar keinen Fall. Wir sind ja da irgendwie runtergerutscht. Da vielleicht auch noch einen Weg, den ich nicht gesehen habe. Wo ist, ich weiß nicht, wo sie noch hin müssen. Genau, da ist ja das, wo wir runtergerutscht sind. Im Notfall, ich glaube, da war auch das Bonfire, oder? Nein, war es nicht. Oh, wie kommen wir denn da wieder raus? Ah, okay. So kann man raus. Puh. Dann machen wir das noch. Machen wir das noch in der Folge. Vielleicht entdecken wir ja noch was Cooles auf dem Weg raus. Was denn? Vielleicht machen wir es doch in den nächsten 10 Folgen. Ich schaffe den Sprung nicht. Habe ich schon erwähnt, dass ich echt jetzt schon langsam einen neuen Controller brauche? So, ganz hundertprozentig sind meine Steuereingaben nicht mehr. So, da haben wir aber
glaube ich, auch noch niemanden. Weil wir von da oben komplett runtergerutscht sind. Okay, alles klar. Danke. Da geht's raus. Hippie! So, einmal durchflutschen. Wobei, ich weiß es nicht. Ob es nicht besser gewesen wäre, sich hinzukümmern, aber ich werde zu Fuß hinlaufen. Sollte irgendwas Besonderes passieren, drücke ich auf die Aufnahmetaste. Ich glaube es ja fast gar nicht. Schade, ich schaffe halt diesen stylischen Kopfsprung nicht, den sie ja drauf hat. Ich krieg's halt nicht hin. So, wo müssen wir hin? Wir müssen da hoch. Das heißt, eigentlich können wir gleich direkt so laufen. Wir können ja von der Seite uns nähern. Wir müssen nicht von oben runterlaufen. Wir brauchen das Fell. Sorry, Hirsch. Schade. Wie, ich kann... Das war jetzt echt unnötig. Das tut mir jetzt leid, lieber Hirsch. Ich möchte nur ganz kurz nachsehen, ob wir da... da jetzt richtig sind, eigentlich. Naja, fast. Weil wir müssen von da jetzt... Ja, ich stehe auf der falschen Seite. Wir sehen uns dann auf der anderen Seite wieder, aber schönes Bild zum Verabschieden. Wie gesagt, ich kann nicht garantieren, dass so wie früher Freitag, Samstag, Sonntag Folgen rauskommen. Bitte verzeiht mir, wenn ich mal nicht dazu komme. Ich bleibe dahinter, nicht nur weil Lara hübsch ist, sondern auch einfach, weil sie verdammt cool ist und weil die ganzen ja, Höhlen und Gräber und die Story richtig geil sind. Ich finde, das ist einer der besten, wenn nicht der beste Teil vom Remastered oder nicht Remastered, Reloaded eigentlich. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich bin draußen für heute. Danke fürs Zusehen. Ich wünsche euch was. Ciao, Baba.